Tja, meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Video. In den vergangenen Monaten kam ja jeden Monat, meistens zum Ende hin, ein richtig geiles Update. Und Juli war eher so... War der Juli tatsächlich so schlimm? Und was werden wir jetzt in diesem Monat August erwarten können? Let's go! Aber sechsstellig ist doch eigentlich ja Million. Sechsstelle hinter der ersten... hinter dem ersten Buchstaben. Wir kommen erstmal zum zukünftigen Teil, womit wir möglicherweise rechnen können. Aquarius ist gestern Abend aufgefallen, dass die Volvos mal wieder ein Backup von ihrer aktuellen Counter-Strike-Version gemacht haben. Das Ganze habt ihr auch hier bei uns auf dem Discord gesehen und selbiges kann man auch direkt bei SteamDB nachlesen. Diese Backups werden meistens vor oder nach einem großen Update gemacht, damit man dann, falls was falsch läuft, einfach direkt wieder zurückrollen kann. In den Kommentaren dazu kann man sich direkt zu Gemüte führen, worauf die Leute möglicherweise hoffen. Ziemlich weit oben natürlich New Operation, ha! Oder auch ein Netcode-Update. Ich denke, mittlerweile sind wir an einem Punkt, an dem wir sowieso jedes Update mit Freude entgegennehmen. Sei es das Netcode, Anti-Cheat, Content und so weiter und so fort. Die meisten schreien zwar nach Content, beziehungsweise der Ruf nach Content ist am lautesten, aber alles andere wird natürlich auch gerne gesehen, klar. Als ich das letzte Mal über diese Backup-Sache gesprochen habe, kam dann danach auch ein relativ großes Update, also die halt gerade jeden Monat einmal kommen. Jetzt ist es aber irgendwie noch ein bisschen früh, es ist der 6.8. Und normalerweise, in Anführungsstrichelchen, machen sie das ja eher im hinteren Drittel des Monats, wenn nicht sogar fast am Ende. Natürlich ist die Meinung von vielen diesbezüglich, dass letzten Monat ja nichts kam, darum können sie ja jetzt diesen Monat direkt was pressen, zum Anfang hin. Aber kam wirklich nichts letzten Monat? Wenn wir den Neuigkeiten-Screen wechseln, haben sie tatsächlich letzten Monat zur Mitte hin einen weiteren großen Blogpost gehabt, ähnlich wie die anderen eben auch. Hier ging es dann aber wiederum nur um Regeln für den Wettkampf, also dass halt Counter-Strike weiterhin E-Sports-mäßig gut dasteht und... Man kann sehr hier einfach auf Weiterlesen klicken. Ihnen geht es darum, dass die Teams sich auf Augenhöhe treffen, das ist ja klar. Und dass halt Counter-Strike als E-Sport weiterhin so bestehen bleibt. Das ist uns ja an sich auch allen wichtig, denn der E-Sport ist das, oder zumindest ein großer Teil, der Counter-Strike am Leben hält und eben auch nach oben hebt, einfach wichtig macht. Natürlich gibt es noch ein paar andere Dinge, aber wenn wir es komplett einstampfen würden auf Only Casual, und ja, vielleicht Skins, vielleicht auch nicht, dann wären die Spielerzahlen natürlich deutlich kleiner. So komplett unwichtig ist die ganze Sache natürlich nicht, aber verglichen mit den Updates, die im Vorfeld kamen, ist das logischerweise lächerlich. Also klar, jeder Casual-Spieler, der sich vielleicht gerne mal so ein Tournament anguckt, aber nicht daran teilnimmt und auch nicht darauf hinspielt, der will alles andere. Der will Maps, Skins, Operations, Kisten, vielleicht auch mal wieder eine komplett neue Waffe. Hm? Aber wenn wir jetzt mal ganz kurz die Update-News von letztem Monat zusammensammeln und uns vorstellen, dass das an einem einzigen Tag erschienen wäre, dann könnte man, denke ich, wenn man den Volvos wohlgesonnen ist, behaupten, dass sie letzten Monat ähnlich viel gepresst haben wie in den Monaten davor, aber über den gesamten Monat verteilt. Sie haben es nicht geschafft, es an einem Tag zu bringen. Wir starten die Sammlung direkt hier. Wir haben einmal diese neuen, überarbeiteten Regeln für den Wettkampf. Wie gesagt, in Richtung E-Sport sicherlich sehr, sehr wichtig. Für 90% der Dullis, die einfach für sich hinspielen, nicht so wichtig. Dann hatten wir zwei Map-Updates. Einmal wurde bei Das 2, das wisst ihr noch, ist ja noch ganz frisch, eine Kiste hinzugefügt, dass man jetzt sich solo auf Short hochboosten kann. Das ist natürlich nichts Riesiges, klar. Also Auswirkungen hat dieses Update schon, aber auf eine Gesamt-Update-Ebene bezogen halt eher klein. Das zweite Map-Update, das war eher am Anfang des Monats, war der Change auf Vertigo. Bei A-Side, ne, diese Reling, dass man nicht mehr runterfallen kann. Dann hatten wir einmal diese neuen WAG-Parameter, die hinzugekommen sind, also praktisch ein WAG-Update, das jetzt nicht wirklich öffentlich war, aber einsehbar war für die Öffentlichkeit. Das speichern wir einfach als WAG-Update halt ab oder WAG-Live-Update. Und dann gab es noch zwei Dinge, die wiederum nicht offiziell von den Volvos bestätigt waren, aber die eben von der Community so gespürt wurden. Einmal Regional Matchmaking. Speziell wir im deutschen Raum haben gespürt, dass wir so gut wie nur noch gegen Deutsche spielen. Und wenn man Solo oder Duo oder Triple Q macht, dann hat man hauptsächlich deutsche Mitspieler bei sich drin. Das ist nicht bei jedem, aber bei so auffällig vielen, dass mich viele angeschrieben haben und mich gefragt haben, was da abgeht. Darüber habe ich dann sogar ein ganzes Video gemacht, weil es so auffällig war. Auch uns ist es in den Streams aufgefallen. Ich werde auch noch die Kommentare auswerten. Also falls auch du in der Auswertung mit dabei sein möchtest, dann kommentier gerne noch unter dem Video. Dieser Punkt Regional MM oder Premier ist also nichts Offizielles, sondern nur von der Community halt gespürt. Und der zweite Punkt, die angestiegenen WAG-Live-Bands auch. Die Volvos haben in der Hinsicht auch nichts offiziell bestätigt. Ich kriege aber ständig Nachrichten, dass die Leute endlich live gebannt werden. Unter anderem habt ihr mir das Video von Twilux geschickt, der auch einen Live-Bann miterlebt hat. Hierzu ein kurzer Ausschnitt aus dem Video von Trilli. So. Und der guckt so, du kleine Nutte. Trilux, Alter. Er wurde scheinbar auch gestreamsniped von dem Cheater. Das ist natürlich, köstlich. Das sind also nochmal zwei Dinge, die oben drauf kommen. Und wenn man diese ganzen gesagten Sachen nun in ihrer Gänze sieht, also die Map-Update, WAG-Update, WAG-Live-Aktivität und halt dieses Regional-Ding, dann könnte man sich da irgendwie, wenn man, wie gesagt, sehr wohlgesonnen ist gegenüber Valve, könnte man sagen, ja, okay, komm, hättet ihr das alles an einem einzigen Tag gebracht und vielleicht noch, ich weiß auch nicht,
neuen Skin oder irgendwas reingehauen, dann wäre es ein Update gewesen, hopp. Aber da das Ganze über den gesamten Monat reingetröpfelt kam, hat es sich auf jeden Fall so angefühlt, als wenn letzten Monat überhaupt nichts passiert wäre. Und bevor ich dann jetzt auf die nächste Info bezüglich Cash eingehe, da gab es auch wieder was Neues, ein ganz kurzes Wort zu unserem Sponsor. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich meinen Talk mit meinem Manager dort bei Skin Baron. Und ihr wisst ja, ich bin schon ewig verpartnert mit Skin Baron. Ihr seid da schön aktiv am Kaufen, am Verkaufen. Und ja, wir haben gesagt, komm, weil die Zahlen so nice sind, müssen wir ein bisschen aufstocken, mal was Geiles machen. Und darum hat uns Skin Baron diese Emerald Jürgensmund, die heißt so, geschenkt. Und zwar für ein Giveaway. Die ganze Sache findet auf Twitch statt. Heute ab 18 Uhr bin ich wieder live. Kommt gerne rein und informiert euch, wie der Hase läuft. Also kommt gerne im Stream vorbei. Ist verlinkt in der Videobeschreibung. Dreimal die Woche bin ich live. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr. Jeden Freitag ab 20 Uhr. Ihr sammelt einfach durchs Zugucken die Bubble Dollar komplett kostenlos. Und mit diesen Bubble Dollar könnt ihr euch dann einfach Tickets für die Giveaways kaufen. Wir haben große Giveaways wie diese Emerald Jürgensmund oder Emerald Jörmungandr. Wir haben aber auch in jedem einzelnen Stream ein normales Giveaway mit zwei Skins, einem Sticker und einem Graffiti. Und natürlich, und das ist viel wichtiger, ständig Viewergames. So, und jetzt gucken wir uns aber noch geschwind das neue Cash-Update an. Erstmal ein Like, FM Pwn, geil. Der Boden sieht schon mal richtig nice aus, Raytracing-mäßig. In der aktuellen Version ist es ähnlich, aber es ist hier viel zu, ganz. Es muss doch alles schön kaputt sein. Bei der Decke fällt direkt auf, dass sie verschlossen ist. Bei der alten Version ist die Mitte einfach komplett offen. Und was auch direkt ins Auge fällt, sind die Fenster oder Löcher, durch die man rausgucken kann. In der alten Version gab es die auch, aber die sind zum Großteil geschlossen. Es gab dieses Fenster und dieses aufgebrochene Fenster hier oben, der Rest ist zu. Hier scheint es zumindest im Moment so, als seien die komplett geöffnet und du könntest die ganze Zeit rausgucken, was zwar nicht notwendig ist, aber es gibt halt ein gewisses Flair. B-Side selbst sieht so aus wie immer. Also ich finde, man kann hier kaum einen Unterschied erkennen. Was mir aber noch direkt auffällt, ist dieses Rolltor und das sieht hier in dieser Version auf jeden Fall logischer aus als diese alte Version, die einfach abgeschnitten ist und das war's. Also das hier unten fand ich... Das sieht einfach dumm aus. So ein bisschen wie auch die Änderung hier. Die ist ja in der alten Version eben so. Da steht halt einfach die Tür offen. In der neuen Version ist ja aber eine richtig dicke, fette Stütze, die einfach Sinn ergibt. Also finde zumindest ich, die ergibt optisch Sinn. Und ich hätte vielleicht mal die Facecam ausmachen sollen, nicht Affe. Und das hier ergibt für mich eben auch einfach etwas mehr Sinn. Das ist schon komisch, dass hier eine B- und Entladerampe möglicherweise ist, wo man dann hier gar nicht hinfahren kann. Aber ich finde, es sieht auch wieder einfach passender aus als dieses Ding hier. Ja, das wäre es dann soweit wieder mit dem aktuellen Update-Stand gewesen. Wir machen noch schnell ein Skin-Giveaway, kommt mal mit. Und zwar klöppeln wir noch eine Statrack Negev Dolopmi an euch heraus. Die Frage hierzu ist ganz einfach. Glaubst du, dass diesen Monat genauso wie den vorletzten Monat und auch die Monate davor zum Ende des Monats irgendwas Größeres, Greifbareres kommt? Oder denkst du, dass Valve im Moment einfach weiter drip-feedet, also uns immer wieder so kleine Tröpfchen gibt, hier ein winziges Update, da ein kleines und am Ende ist es dann in seiner Gänze halt ein richtiges Update. Also ein großes oder mehrere kleine? Was denkst du? Ich hau mich jetzt direkt in den Stream, es geht gleich los, 18 Uhr. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, für eure Aufmerksamkeit, für die Likes, für die Kommentare und so weiter und so fort. Bis gleich im Stream oder dann im nächsten Video. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken, fette Mutter auf die Instagram-Messe.